Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Melody, die absolut gar keinen Bock auf ihr Leben hat. I mean, look at her. Aber ja, wir sind irgendwie so halbwegs dabei, hier weiterzumachen mit unseren Kiddos und so. Aber Angelo und Annie müssen noch ein Umstyling bekommen. Die anderen beiden sehen zumindest so aus, als hätten sie schon eins bekommen. Wenn nicht, dann haben sie leider Pech gehabt. Aber ich denke, wir stürzen uns da jetzt direkt rein. Schon wieder alles dreckig. We stan. Wir müssen mal schauen. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn Juli erst auszieht und wir erst dann ein Kind versuchen zu zeugen, weil wir dann die Chance auf Drillinge haben. Ich meine, innerlich möchte ich die wahrscheinlich nicht, aber challenge-wise möchte ich sie schon haben. Oh mein Gott. Nein? Wie wäre es, wenn der Meteor nicht bei ihr einschlägt? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nee, nee, nee. Hallo? Entschuldigung. Das Moodle war eigentlich schon abgelaufen. Eigentlich hätte das gar nicht sein können. Hey, Sensenmann, ich möchte mit dir reden. Hallo? Also ich meine, zur Not lade ich halt neu, weil ich finde das Ganze ein bisschen schräg. Aber hier und Melody flehen, auf geht's. Nicht weglaufen. Dieser scheiß Sturm sollte dich jetzt gerade nicht interessieren, Girl. Oh mein Gott, er hat ja gesagt. Oh mein Gott. Das ist schon wieder das Schlimmste. Jemals, Alter. Ey, das wäre jetzt aber auch der Super-Rau gewesen mal wieder. Also, oh mein Gott. Wie wäre es, wenn ich speichere? Kann man mit diesem dummen Meteoriten jetzt irgendwas machen? Oder chillt er jetzt dafür immer? Weil ich kann ihn auf jeden Fall nicht anklicken. Wow, Pete hat einfach Level 3 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Das heißt, wenn er zum Teenager wird, hat er sogar schon die Fähigkeit dafür fertig. Der Sensenmann schaut einfach Fernsehen bei uns. Kann das alles nicht mehr. Irgendwas ist mit Yamat schon auf jeden Fall kaputt, weil er hier einen Wohnsitz hat. Obwohl er den eigentlich anscheinend nicht haben dürfte. I don't know. Was, wenn ich ihn töten würde? Also, beziehungsweise, er ist ja nicht direkt tot, sondern wenn er das Grundstück verlässt, dann wäre er tot. Taucht er dann nie wieder auf? Das wäre ja schön. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß, ihr lieben Kinder. Und morgen ist Winterfest. Hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Ich bin fast gestorben, aber auch nur fast, Henry. Reiß ich mal den Garten fliegen. Ich weiß ja nicht. Dieses Bestreben ist irgendwie auch richtig kaputt, weil eben stand da ja, dass das hier fertig ist. Weil, ich meine, wir besitzen ja auch Staubsauger. Aber irgendwie ist das jetzt wieder weg und ich verstehe gar nichts mehr. Aber ist mir auch egal. Ich finde halt wild, dass es kein Meilenstein ist, von den Toten wieder auferstanden zu sein. Sag ich mal. Und dann kann sie ja Morgin Amber schon mal einladen. Sie braucht auch ein bisschen Zerrbedürfnis und so. Und dann kann sie sich ja schon mal einschleimen bei ihm. Einmal betören. Also, die sind alle besser geworden. Und oh mein Gott, Juli. Happy Birthday to you. Juhu, und sie ist noch materialistisch. Außerdem möchte sie inneren Frieden finden. Wir sehen uns dann, ne? Tschüss. Oh mein Gott, er findet uns irgendwie richtig kacke. Was ist denn da los? Digga, wir haben einfach eine rote Leiste. Entschuldigung? Ich meine, ich kann das ja theoretisch auch so auswählen. Aber ich weiß nicht, ob das klappt. Hat er Nein gesagt? Oh mein Gott. Glaube, das wird nichts mit uns. Eigentlich wollte ich es nicht nochmal mit einem Werwolf treiben, aber das ist der nächstbeste Typ hier bei uns. Das wird ja wohl mit dem funktionieren, oder? Das läuft auf jeden Fall besser. Können diese ganzen anderen Leute um uns herum bitte weggehen? Ersten Kurs erleben, komm. Nein, nicht weggehen.
Geh nicht. Du bist nicht berechtigt zu gehen. Nein, musst du nicht. Du musst nicht gehen. Einmal Knuschi-Wutschi und dann... Ich weiß, dass du da auch Bock drauf hast. So, du bist jetzt in meiner Runde. Jetzt gehen wir zu mir nach Hause. Frei vor prägenden Zieh. Es scheint zu funktionieren. Ich bitte darum, dass es jetzt geklappt hat. Juhu! We love it. Wow. Das einmal funktioniert in unserem Leben hier. Das gibt's ja gar nicht. Ah ja, morgen müssen die ja gar nicht zur Schule. So dringend haben die das gar nicht mit ihren Hausaufgaben und so. Wegen Winterfest. Sie hatte ihr erstes Mal, ich glaube nicht. Oh mein Gott, er ist einfach nur tot. Aber er ist trotzdem hier. Winterfest, wuhu! Ja, ganz hübsch. Jeden Tag gibt's Post, ne? Das ist so großartig. Oh mein Gott, Yamachan lebt wieder. Wir können ja die Baby-Number und das Gender, da juckt mich ja nicht. Aber wir können ja die Baby-Nummer nachgucken. Because I really wanna know, ob sich das gelohnt hat zu warten oder nicht. Es sind 2 Babys. Ach, naja. Okay. Können wir nur hoffen, dass das letzte Mal dann 3 Kinder sind, dass wir nicht nochmal zusätzlich eine Schwangerschaft machen müssen. Ich habe gerade 3 Ratschläge erteilen müssen, hintereinander. Warum haben meine Kinder so viele Probleme? Oh, ein Winterfestgeschenk war ein Gartenzwerg. Wer braucht sowas schon? Krisenbewältigung. Die Midlife-Crisis von Melody ist vorüber und sie durchlebt eine Rückbildungsphase, in der sie darüber nachdenkt, wer sie ist und wo sie im Leben steht. So schlecht ist es gar nicht. Melody hat eine lebensverändernde Erfahrung gemacht und festgestellt, dass die Dinge nicht so schlecht stehen, wie sie ursprünglich dachte. Vielleicht wird Melody nie wieder derselbe sein wie vor diesem Ereignis, aber sie hat ihren Frieden damit gemacht. Okay, irgendjemand möchte mein Kind verarschen, irgendeine alte Oma. Super. Ich möchte auf jeden Fall mit den Kindern zusammen Geschenke auspacken. Müsste ja damit funktionieren auch, ne? Ja. Ihr könnt ja schon mal Geschenke öffnen. Cause I really love the interaction. Und außerdem, wer hat schon Probleme damit, irgendwie an Geld zu kommen? Okay, er hat gar keinen Bock auf sein Geschenk. Ein Tierhaufen, super. Sie bekommt eine Kindergeige. Das ist actually ziemlich süß. Melody bekommt, wow, ein Business-Zwerg. Ja, ciao. Der wird auf jeden Fall verkauft. Und er bekommt auch irgendwas, was ihm gar nicht zusagt. Ein gestreifter Seewolf, was? Und er? Eine Seifenblasenmaschine. Ein bisschen wild, weil das ist ein Kind. Aber ist schon okay. Ich weiß aber nicht, warum Melody die ganze Zeit irgendwelche Zwerge geschenkt bekommt. Kindergeige können wir auch verkaufen. Brauchen wir nicht. Ach, das ist ein Fisch. Ach, das ist nicht die Seifenblasenmaschine, sondern nur so eine Flasche. Hier, kannst ja Blasen machen. Süß. Melody ist sauer und muss erstmal in Foren provozieren. Alter. Yamachan, ne? Du regst mich so krass auf. Gustavo Giachon? Was? Hallo? Der Weihnachtsmann kommt auch vorbei. Hallöchen, Clemens. Bitten sich dem Haushalt anzuschließen. Nee, aber frag mal nach einem Geschenk. No problemo. Oh mein Gott, was ist das für eine Umarmung. Ein leistungsstarker Kompakt-PC. Und weil er das einzige Kind ist, was noch wach ist, darf er jetzt auch nochmal mit Väterchen Frost reden. Oh, Annie ist auch noch wach. Hä? Warum dachte ich denn, dass sie nicht wach ist? Oder vielleicht hat sie nur ein Nickerchen gemacht. Er freut sich, ein Anfängerset Nachwuchszauberer. Wahr. Nein, du hast es dir verdient, dein Geschenk. Geh. Du bist nicht traurig, hör auf. So, ich hoffe, du kriegst was Tolles. Ein Yuki. Süßi. Ach so, das ist das. Aber wir haben so eins schon. Okay, und die PCs, die haben wir auch schon. Okay, dann können wir den auch. Wir haben ganz schön viel Stuff schon wieder hier drin, ne? 113 Teller. Alles Klärchen. Modeposter. Warum haben wir das? Sind das so Sachen, die hier geklaut wurden? Debug. Wip-Eimer. Wir haben echt viel Geld mittlerweile. Die restlichen Geschenke können wir ja beim nächsten Mal öffnen. Denn ich möchte an der Stelle tatsächlich den Part beenden. Weil es war schon wieder hier nervenaufreibend des Todes mit Melodies fast tot. Hallo? Das wäre hier nicht in Ordnung. Also das können wir ja hier nicht machen. Ansonsten war der Part, glaube ich, jetzt nicht so krass erfolgreich. Ich meine, wir sind endlich mal wieder schwanger. Das vorletzte Mal hoffentlich. Das ist ein bisschen weird, ich bin ehrlich. Gut, dann sehen wir uns sicherlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!